Hier ein kurzes Review-Video zum Amazon Basics Mülleimer. Ich habe diesen Amazon Basics Mülleimer jetzt seit Oktober 2020 im Einsatz, das heißt knapp ja, 1,5 Jahre. Und der funktioniert echt immer noch top. Hier dieser Schließmechanismus mit dem Fuß geht ohne Probleme. Man sieht innen drin ein relativ solides Gestänge. Da hatte ich nämlich auch schon mal billigere Modelle, bei denen hier nach 2 Wochen schon direkt dieser Klappmechanismus kaputt gegangen ist. Und wie man sieht, man kann eben hier diesen Einsatz für den Mülleimer auch rausnehmen. Und so wie das halt bei den Mülleimern immer wieder mal vorkommt, durch die Folie, was ja da drin ist, atmet es ja nicht so gut. Und teilweise bildet sich dann auch, wenn da mal warme Essensreste oder andere Müll quasi drin ist, bildet sich da teilweise auch hier Schimmel oder auch Gestank in dieser Box. Und das kann man dann ganz einfach mit Seife und heißem Wasser quasi mal ausspülen und dann halt in die Badewanne bzw. auch Toilette sonst reinkippen. Und wenn man das, ich sag mal, alle 2 Monate macht oder im Sommer, kommt das vielleicht eventuell öfters vor. Dann fährt man eigentlich ganz gut. Und dann kann man jetzt hier einfach diesen Müllbeutel reintun und hat dann schon wieder seinen Restmülleimer. Und was ich hier noch gemacht habe, hier ist noch eine Beschriftung darauf. Einmal, dass der 35 Liter hat und einmal auch, dass es hier klar ist, dass der Restmüll ist. Und das hat den Zweck. Jeder kennt es wahrscheinlich, wenn ihr mal beim Einkaufen seid, wisst ihr teilweise ja vielleicht nicht mehr ganz, ob das jetzt 30, 35 oder 20 Liter waren, was ihr daheim habt beim Mülleimer. Und unter Umständen kauft man dann das Falsche und deswegen ist hier einmal die Beschriftung drauf, weil 35 ist ein bisschen zu groß oder ich sag mal eher größer. Und dadurch ist entspannter, diesen Beutel da reinzumachen und es geht einfacher und schneller. Genau, und vielleicht noch als weiteren Tipp, wenn ihr hier andere Mülleimer habt wie Papier oder Plastik. Wir haben hier bei uns in der Abstellkammer einfach noch so Haken reingedreht. Und da ist jetzt hier bei uns zum Beispiel dieser Papiermüll an einem Haken. Und am weiteren eben der Plastikmüll in dieser im gelben Sack quasi. Und dann gibt es ja auch noch Altglas, auch in so schwarzen Jutebeuteln. Und hier eben halt auch noch das Pfandglas. Genau, und das wäre so meine Empfehlung, dass man sich da irgendwie ein System baut, was relativ gut funktioniert. Beziehungsweise wo man auch die Ordnung direkt hat und nicht immer sich wundert, welche Tasche für was ist. Und drum eben lohnt sich das auch, wenn man das hier beschriftet. Dann kommen Gäste zurecht und eben auch man selber. Und das war soweit das Review. Hier sieht man jetzt, wie der Mülleimer mit einem neuen Beutel aussieht. Also auch ganz entspannt. Und der Wechsel geht keine 50 Sekunden, zumindest mal bei mir, wenn man ein bisschen Übung hat. Von daher das hier zu diesem Review zum Amazon Basics Mülleimer. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare und sonst kann ich den echt sehr empfehlen. Es ist zumindest jetzt aus den vergangenen 4, 5 Studenten-WGs, wo ich auch mal gewohnt habe, eigentlich der beste, den ich jetzt seitdem benutzt habe. Da gab es teilweise echt andere, die schneller oder ich sag mal anstrengender waren im Umgang. Von daher das soweit dazu. Hier Ciao, noch ciao. 2 kleine Ergänzungen zum Mülleimer. Also zum einen, der kostet bei Amazon, zumindest hat er mich damals 35 Euro gekostet. Und hier noch die Empfehlung von den Müllbeuteln, die ich da rein tue. Die gibt es bei DM und die heißen Swirl, Zugband, reißfest und dicht. Und da nehme ich immer diese 35 Liter Beutel und die haben auch oben ein schönes Zugband, eben wie gesagt schon dran. Das hilft einem da relativ entspannt, das Ding dann runterzubringen. Genau das noch so als kleines Add-on und dann viel Spaß, weil ihr euch auch so einen Mülleimer holt. Ciao, ciao!